Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher mmogia.de. Ja, Baron Silberlein ist der zweite Boss in der neuen heroischen Version von Shadow and Keep bzw. Burg Schattenfang. Ist ein relativ leichter Boss, ist auf ja so ein Mini-Boss, könnte man sagen. So wird er hier auch tituliert. Ist vor allen Dingen Tank and Spank, also man steht halt vor allen Dingen vor dem Boss und tankt ihn und burnt ihn, ja. Also eine relativ simple Geschichte an sich, sollte wirklich keiner von euch Probleme haben. Wir werden uns natürlich jetzt trotzdem den Boss mal anschauen, einfach wegen der kompletten Instanz, damit man die auch komplett hat und nicht nur irgendwie irgendwelche Teile. Also ihr seht jetzt hier, der Baron wird getankt, ne? Man kann ihn ganz normal damagen, dieses blaue Zeug da macht jetzt nicht so viel oder dass man da irgendwas dran machen kann, also man kann das entfernen, allerdings meinte Arion, dass sich das eigentlich fast nicht lohnt. Er hat halt ein paar Worgen, die er beschwört. Ihr seht jetzt hier, da gibt es so einmal einen Worgen mit so einem Wolfspack. Da müsst ihr halt schauen, wie das ausschaut, ob ihr die tötet oder ob ihr einfach den Baron weiter tötet. Ihr seht jetzt hier, wir haben einmal den Wolfmeister im Moment raus und dann ihr seht jetzt hier den anderen Worgen, der noch draußen ist. Also es sind insgesamt 3 Stück, die er spawnen kann. Es kommt drauf an. Ja, jetzt sehen wir irgendwie hier gerade gar nichts. Das ist natürlich sehr, sehr unschön. Und da ist jetzt auch der dritte noch da. Ihr seht es hier rechts in der HP-Bar. Also das ist halt so seine Hauptfähigkeit, dass er eben diese Worgen beschwört und ja, man die halt noch mithandeln muss. Ihr seht das jetzt hier, ne? Zwischendurch kommt mal einer, stunt ein und so weiter. Aber das ist jetzt alles halt nichts, was man unbedingt wissen muss. Nachdem der Baron selber tot ist, sterben auch die Worgen. Also könnt ihr sie theoretisch oft hängen. Ihr müsstet da einfach mal schauen, wie es aussieht hinsichtlich eurer Gesamtsituation. Also schafft ihr es, die oft zu tanken oder klappt es eben nicht einfach aus der Gruppenkonstellation, dann müsstet ihr sie töten oder eben lasst sie am Leben. Also vielleicht, dass ihr nur den ersten Boss tötet, beziehungsweise den ersten beschworenen Worgen. Das ist ja der Wolfsmeister. Ihr seht es, der kommt gleich von hinten. Das spawnt er jetzt gerade. Kommt dann der Wolfsmeister raus und hat halt 3 so kleine Wölfe, die sind aber dann wirklich ziemlich easy. Rennt natürlich zum Heiler als erstes, aber der Tank holt sich die zurück und ja. Also ist wie gesagt ein relativ simpler Boss, mit Sicherheit der einfachste Boss hier in Burg Schattenfang. War auch, glaube ich, in der Originalversion schon mit dabei, also in der Originalversion von der Burg. Und kann einfach nicht viel, ihr könnt es euch hier aber nochmal genau angucken. Jetzt kommt da der zweite Worgen. Ihr seht es auch hier rechts, sind es dann so eine Anzeige der HP von dem Ganzen. Und erscheint dann auch immer wieder bei dem neuen. Jetzt spawnt zum Beispiel der dritte. Das ist halt wirklich prozentual getriggert, wie viel Prozent der Hauptboss hat. Zu dem Zeitpunkt wird er dann eben auch die anderen Bosse, beziehungsweise Ads sind das ja viel mehr, wird er dann auch spawnen. Ihr habt das jetzt gerade gesehen, Baron Silverlane ist jetzt schon tot, wieder mal, und beziehungsweise jetzt erst, und droppt natürlich auch kein episches Zeug, sondern nur blaues, aber das ist natürlich dann ein 346er Item-Level, wie das eben in den neuen heroischen Sachen so ist. Es gibt natürlich hier, wie gesagt, eine kleine Storyline, deswegen erscheinen da immer diese NPCs, der Ork auf der einen Seite und der Untote auf der anderen Seite. Das gehört zu der Story. Ja, weitere Informationen mit den Fähigkeiten des Bosses und natürlich auch allen Infos zum Loot gibt es auf venian.eu. Der Link dazu ist in der Beschreibung des Videos. Bis zum nächsten Mal.